Sportfest des SV Hecklingen und zwei interessante Punktspiele standen auf dem Programm. Das erste ist absolviert. In der Kreisliga B anstand sich gegenüber die SG Hecklingen Marlding 2 gegen die SG Brockingen Tutschfelden. Langer Name von beiden Spielen. Endstand nach 90 Minuten 0:6. Bei mir nun der Trainer, schon lange erfahren, so lange DBBV. Der Kollege Engelmann, David Engelmann, oder? Daniel. Daniel Engelmann und der Spielausschuss vom SV Hecklingen, Christian Striebel. Kommen wir mal kurz zum Spiel. Daniel, die erste 25 Minuten hat die SG erstaunlicherweise aus Hecklingen gut mitgehalten, oder? Ja, klar, wir haben versucht, frühzeitiges Pressing zu spielen. Die haben sie eigentlich relativ gut gegengehalten. Das 1-0 haben wir dann sehr gut rausgespielt durch das Zentrum und einen Doppelpass durch den Christian Schneider. Das 2-0 hat Christoph Gronda sehr gut einen Abwehrspieler gekreuzt, gab dann halt 11 Meter und rote Karte folgedessen. Und ich sage mal, ab dem Zeitpunkt war eigentlich schon das Spiel zu unserer Gunst entschieden. Und haben es danach aber trotzdem noch richtig gut rausgespielt, ging dann mit einer 4-0 in die Pause. Und ja, wie dann so ein Spiel ist, das verläuft, wenn man 4-0 eine Pause führt, das klappt dann nicht immer alles so, wie man es gern hätte. Aber wir haben die ersten 25 Minuten richtig gut gegengehalten. Hecklinge Malinge hat auch noch gut gegengehalten. Und wir haben, denke ich, zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Christian, ihr habt überraschend gelandet, gegen SC Kindlisberg gewonnen. Haben wir eine kleine Hoffnung gehabt, im Derby was zu holen heute, oder Christian? Genau so ist es. Also wir haben uns schon einiges, auch gerade jetzt am Sportfest, uns einiges erhofft, dass wir da ein bisschen zumindest mal einen Punkt holen auf jeden Fall. Wir haben im Hinspiel schon nicht so viel Glück gehabt, sage ich jetzt mal, leider in Tutschfelde. Und haben uns schon ein bisschen was ausgerechnet natürlich, aber leider ist es jetzt ein bisschen nach hinten losgegangen, klar. Und wer will jetzt die SG noch stoppen? Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit Prognose, du bist gewarnt von der letzten Runde her, aber rein rechnerisch, wenn ihr euer Ding durchzieht, sieht man euch in der Kreisliga, oder? Ja, wer soll uns noch stoppen? Es können uns eigentlich jetzt noch die nächsten drei Spiele jemand stoppen. Es liegt in unserer Hand. Ich denke, wir sind gut drauf. Wir haben jetzt heute eigentlich wieder vorgelegt. Wir haben jetzt nächste Woche ein schweres Auswärtsspiel in Achkarre. Dann kommt Nymburk noch zu uns und dann müssen wir noch nach Breisach. Also alles andere als ein leichtes Programm. Aber wie gesagt, es liegt in unserer Hand und wir werden nächste Woche nach Achkarre fahren, alles in die Waagschale wieder werfen und versuchen dort zu gewinnen. Wir möchten alle Spiele noch gewinnen und dann brauchen wir nicht auf andere schauen. Und was dann am Ende rausspringt, das wissen wir dann. Und das hätten wir uns auch verdient dann. Aber wie gesagt, das sind noch drei schwere Spiele. Und die gilt es noch gut zu absolvieren. Und Christian, ihr seid jetzt, glaube ich, zum ersten Mal in der Kreisliga B1. War möglich, weil ihr eine dritte Mannschaft habt. Ein bisschen so Resümee. Hat sich das auf jeden Fall gelohnt, auch wenn man ein bisschen weit hinter steht? Es ist so, dass wir sehr stolz drauf sind natürlich, mit der zweiten Mannschaft, mit der Kreisliga-A-Reserve in der B1 zu spielen. Und nach dem letzten Jahr, nach der Meisterschaft sozusagen, war das auch, denke ich mal, haben wir uns das zugetraut und haben uns sehr gefreut, dass uns der Verband aufgenommen hat. Würde uns natürlich auch wieder freuen, wenn sie uns wieder aufnehmen natürlich nächstes Jahr. Und ich denke, dass wir das Beste rausgeholt haben. Wir haben leider ein bisschen viel Verletzungspech gehabt, muss man dazu sagen. Wir konnten nicht mit der Meistermannschaft spielen. Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, klar, auf jeden Fall. Stichwort der nächste Runde, es hängt jetzt davon ab, wie die Staffeleinteilung zusammen ist mit der Kreisliga B, ob es reicht. Ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr eine dritte Mannschaft habt, könnt ihr wieder Kreisliga B spielen. Da müssen wir jetzt mal abwarten. Und Daniel, wie gesagt, wenn ihr mal schwächelt, die Mitkonkurrenten schwächeln auch heute. Ja, das schauen wir mal, ob sie schwächeln, aber... Wie gesagt, wir schauen ungern auf andere, wir möchten unser Spiel durchziehen, möchten unsere drei Spiele jetzt noch komplett sehr gut runterspielen. Und wie gesagt, auf Konkurrent haben wir letzte Woche können zuschauen. Natürlich waren es heute wirklich nochmal ein Warnschuss für uns, wo die SG Hecklingen-Malden gegen Kichlingsberg gewonnen hat. Ja, das ist eigentlich für uns dann nochmal ein Fingerzeig gewesen. Und das war auch eigentlich ganz gut so. Ja, nicht nur, dass sie drei Punkte verloren haben, sondern auch nochmal für uns. Ja, Warnung genug. Und ich denke, wir haben es gut angenommen. Und wie gesagt, nach dem heutigen Spiel kann ich jetzt das 6-0, kann ich jetzt sagen, es war nichts oder es freut uns nicht. Natürlich freuen wir uns über die drei Punkte und ja, freut mich auch wieder Chris Schneider heute für seine drei Tore. Der hat ja auch noch einen Wettbewerb, ja, und ich hoffe auch für ihn persönlich, dass er dieses Jahr wieder Torschützenkönig wird. Und wie gesagt, aber das ist auch für ihn persönlich, für uns als Mannschaft wünschen wir uns natürlich, klar, den Aufstieg in die Kreisliga. Unterwegs am 2. Oktober zur Gala in Herbolzheim. Wäre auch ziemlich nah für euch. Ja, der ist nicht so nah. Gut, ich habe so einen Rutsch noch ein bisschen weiter wie von Tutschfelde, aber ja, den Weg nehmen wir natürlich gerne an. Und die ganze Mannschaft war letztes Jahr schon in Ending in der Halle, wo der Christian Schneider geehrt worden ist. Und es war eine tolle Veranstaltung. Ja, ist auch für den Amateursport was sehr Schönes. Und wie gesagt, da freuen wir uns dann noch mehr, wenn wir natürlich ja, dieses Jahr als Meister oder als Aufsteiger zur Gala gehen können. Werden wir auch gerne hingehen.
Und natürlich freuen wir uns darauf und schauen, was unsere Nachbargemeinde macht. Vielleicht können wir zusammen mit dem Bus hinfahren. Aber ja, das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Okay, und noch Sport zum Sportfest ist hier immer im Mai bei euch. Eine kleine, aber feine Veranstaltung. Gefällt mir sehr gut hier. Muss ja nicht immer riesengroß sein, aber Ambiente stimmt, oder? Genau, so ist es. Wir haben immer im Mai das Sportfest und haben jetzt zum Glück mit dem Wetter. Wir haben, wenn es das letzte Wochenende, also quasi am 1. Mai, Wochenende das gemacht hätte, hätte man nicht so viel Glück gehabt. Und hoffen natürlich noch auf rege Besuch heute. Wir haben schon gute Besuch und Nara spielt eben noch eine Band und es wird ein schönes Wochenende auf jeden Fall, denke ich. Gut, und wünsche euch alles Gute, Daniel. Wir ziehen uns jetzt den Bericht zurück, weil die erste Mannschaft spielt von SG Hecklingen-Malding gegen die SG Nordwall-Wagerstadt. Und der zweite Bericht kommt in Kürze dann von dem Spiel SG Hecklingen-Malding gegen die SG Nordwall-Wagerstadt. Und vorab schon mal danke fürs Reinklicken. Vielen Dank euch beide. Tschüss. Ja.